Dankeschön. Ja, an dem letzten Lied hat man doch wieder ganz deutlich gemerkt, dass die deutsche Sprache doch recht hölzern ist, besonders in ihren Konsonanten. Das ist natürlich in anderen Ländern ganz anders, zum Beispiel in Frankreich. Da klingt alles doch viel weicher. Zum Beispiel so ein Satz wie Hans, ich liebe dich. Das heißt auf Französisch Hans, je t'aime. Weil der Franzose spricht ja kein H, der sagt ja nicht Hans, der sagt ja Hans. Hat deshalb natürlich auch nie ein H in der Suppe, aber das gehört vielleicht nicht hierher. Ich habe ein französisches Chanson geschrieben. In dem Hotel in der Provence, da bat ich dich um einen Tonks. Wir kamen fast aus der Balance. Du sagtest, du heißt Marie-France. Mon Dieu, ich war ja wie in Trance. Marie-France. Wir kamen fast aus der Balance. Du sagtest, du heißt Marie-France. Mon Dieu, ich war ja wie in Trance. Marie-France. Ich sagte zu dir, ich heiß Angst. Bin Vertreter bei der Allianz. Das ist ein Job mit viel Substanz. Nicht irgend so ein Firlefanz. Draußen steht mein Mercedes-Benz. Marie-France. Vertreter bei der Allianz. Das ist ein Job mit viel Substanz. Draußen steht mein Mercedes-Benz. Marie-France. Wir fuhren im Mercedes-Benz. Du sagtest, überhol doch Angst. Jedoch ich schaffte es nicht ganz. Dann kam auch schon die Ambulance. Jetzt steh ich hier mit einem Kranks. Marie-France. Du sagtest, überhol doch Angst. Jedoch ich schaffte es nicht ganz. Jetzt steh ich hier mit einem Kranks, Marie-France. Welch Glück, den Kranks, die Ambulance und sicher den Mercedes-Benz. Das alles zahlt die Allianz, Marie-France.